Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start mit einem neuen Fluffy-Video. Ja, Fluffy ist auch wieder am Start und freut sich. Denn heute ist Pooltag. Ja, was gibt es Besseres, als bei so einem heißen Wetter momentan in den Pool zu gehen? Ich dachte mir, für Fluffy, das ist die perfekte Abkühlung. Seht ihr auch so viel Fell, und sie hechelt immer so, wenn es so heiß ist. Und ich glaube, Hunde haben einfach mega Spaß in sowas. Ich habe ja ihr einen besorgt und ich habe euch versprochen, dass ich euch mitnehmen werde. Das werde ich heute machen. Und ich habe auch noch einen zweiten besorgt. Gesundheit, der ein bisschen größer ist, aber nicht ganz so hoch. Also mal gucken, welchen sie davon lieber mag, aber sie mag eigentlich total gerne Wasser. Also sie liebt es auf jeden Fall zu baden. Ich bin gespannt, wie es mit dem Planschen aussieht. Und ja, Fluffy, sie haut einfach ab. Ja, okay, ich scheine nicht ganz so interessant zu sein. Oh, da ist sie wieder. Nee, nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Woher hast du schon wieder das Taschentuch? Guck mal, sie hat es sogar schon an der Zunge kleben. Nee, mal da. Übrigens, Fluffy hat auch noch bald Geburtstag. Sie wird bald ein Jahr alt. Mein Baby wird alt. Sie wird erwachsen. Nein, ehrlich gesagt kommt sie jetzt, glaube ich, so in die Pubertät. Also wenn ich euch mitnehmen soll zu Fluffys Geburtstag, dann springt die Daumen nach oben. Das mache ich super, super gerne, weil ich habe mir so viele Gedanken gemacht, Leute. Ohne mal, es wird so ein toller Tag, das weiß ich jetzt schon. Nicht nur für sie, sondern für mich auch. Weil ich dekorieren kann und all sowas. Und ich liebe ja sowas. Und ich mag es anderen eine Freude zu machen, natürlich auch meinem Babyhund. Und schreibt mir jetzt in die Kommentare, liebt ihr auch so sehr in den Pool zu gehen? Seid ihr schon dieses Jahr im Schwimmbad gewesen? Oder mögt ihr es lieber zu Hause zu sein? Lasst es euch wissen, und ich würde sagen, wir bauen jetzt den Pool auf. Yes! Wollen wir deinen Pool aufbauen? Ja, endlich! Wie sie schon am Hecheln ist. Ihr ist so warm. Aber ich kann nicht ihr Fell abschneiden, Leute. Das geht nicht. Weil Poms brauchen das. Also sie brauchen die Unterwolle mit dem langen Fell. Allein auch zur Körpertemperaturregelung. Es sieht halt nach so viel Fell aus. Aber sie brauchen das. Also man darf Poms kaum bis fast gar nicht schneiden. So ein bisschen Form. Aber man sollte die nicht komplett runterschneiden. Sonst wächst auch das Fell nicht mehr nach. Und nein, Leute, sie ist nicht schmuddelig. Sie ist braun geworden. Das habe ich auch schon mal Video gemacht, damit das auch einfach mal geklärt ist, weil ich immer wieder ein paar Kommentare lese, aber das ist überhaupt nicht schlimm, das weiß man ja gar nicht. Also wisst ihr jetzt Bescheid. Hm, Fluffy, freust du dich? Oh mein Gott, und hier kommt der Pool hin. Ja, okay, ein bisschen mehr in die Ecke. Oh mein Gott, warum bist du so hibbelig? Freust du dich schon so sehr oder was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Oh mein Gott, Fluffy, weg hier. Das ist echt schwer mit einer Hand. Das hier raus. Raus hier. Und jetzt kommt da ein bisschen Wasser rein. Ich glaube, ich werde das nicht ganz voll machen, weil es ein bisschen zu tief wäre für Fluffy, weil sie ist sehr, sehr klein. Sie ist gerade mal 20 cm groß, also vom Stockmaß her. Nennt man das bei Hunden auch so? Ich glaube schon, oder? Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Okay, der Deckel ist hier schon außen dran. Muss man nur zuschrauben. Hallo, bist du schon rein oder was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Guckt, oh mein Gott. Jedes Mal, wenn wir ein Video drehen, ist sie so himmelig. Ne, du kuschel, ein bisschen abkühlen, Madame. Im Moment, wenn du mit deinem Hund redest und er antwortet einfach nicht. Ich warte noch darauf, dass du irgendwann mal mit mir redest. Ja. Nope. Nicht lachen, okay? Ich habe hier ein paar Baby-Badewannen-Spielzeuge geholt. Aber sie ist ja so klein und hallo, sie ist auch ein Baby, okay? Ich habe ja mal so einen Wal geholt und der ist ja auch so schön weich und so. Und dann so ein kleines Schiffchen. Oh, wie süß ist das denn, oder? Dann habe ich hier ihren Ball mitgenommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ihr Kleiner hin ist. Muss nachher mal schauen, ob ich den finde. Und ich habe hier eine Hamburger Quietsche-Ente geholt, weil hallo, sowas ohne Quietsche-Ente geht gar nicht. Und just in case habe ich auch noch ihre liebsten Leckerlis hier. Mal gucken. Komm mal. Fein. Fein, komm mal. Geh mal auf deinen Ball. Ja. Oh. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Ja, fein. Oh, ist ihr der Pool noch ein bisschen zu klein? Oh, sie benutzt es als Napf. Hier. Hm? Quietschentchen. Sie ist anschnuppern. Fluffy ist noch ein bisschen schüchtern, wie man sehen kann.
Und sie trinkt nur das Wasser aus dem Pool. Also wenn er später leer ist, wisst ihr warum. Du hast doch schon deinen Napf. Ich glaube, Fluffy hätte ein bisschen mehr Spaß, wenn ich mit drin wäre oder noch ein paar andere Hunde. Ha? Wie ihr Latz vorne nass ist. Sie ist ein bisschen ratlos. Sie weiß nicht, was sie im Pool machen soll. Das kommt mir so vor, wie wenn du das erste Mal im Schwimmbad bist und weißt nicht so ganz, was du machen sollst. Fluffy gönnt sich einfach nur einen Drink. Einfach so ein Flausch, der da über dem Wasser schwebt. Oben flauschig und unten nass. Sie will, glaube ich, unbedingt, dass ich... Warte, was? Oh mein Gott, sie spielt. Oh, fein! Leute, wie süß ist das, wenn sie spielt? Sogar im Pool bist du kuscheln. Was ist das denn? Ich kann leider nicht in deinen kleinen Pool rein. Hm? Ich würde ja gerne. Guck mal, was der kann. Guck mal. Papi, komm mal. Und? Oh, hat ja super funktioniert. Wie sie guckt, oh, wie süß. Und jetzt? Kann der gar kein Wasser spritzen? Was ist das denn? Oh. Sorry. Du willst nur Leckerlis. Deswegen wolltest du da jetzt hin. Ja, nur Leckerlis hier. Das hast du aber so fein gemacht. Und weg ist sie. Der Vorteil ist bei dem, hier kann sie einfach selber rein und raus gehen. Bei den anderen ist es ein bisschen zu hoch, glaube ich, für sie, wie ihr sehen könnt. Und beim anderen, da kann sie halt so easy rüberspringen. Und das ist total weich. Also ich glaube, der ist sogar ein bisschen besser als der eigentliche Hundepool. Weißt du, ne? Kannst du mehr rumrennen. Hier komm. Pennst du gleich im Pool ein oder was ist los hier? Fluffy ist tiefenentspannt. Oh, einfach nur müde bei dem Wetter, ne? Ja, bring den Ball. Komm. Ja, fein. Ich finde, Fluffy sieht aus wie ein Chihuahua. Kauknochen. Ich will sie jetzt nicht weiter stören, aber ich glaube, wir haben genügend geplanscht. Es hat auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht, das Ganze für sie aufzubauen und ihre Reaktion zu sehen. Und irgendwie habe ich schon damit gerechnet, dass sie so ein bisschen skeptisch ist. Das war sie auch schon bei dem Bällebad, aber nach einer Zeit ist sie aufgetaut und hat sogar mit den Bällen gespielt und ist voll geliebt. Und ich glaube, das wird da genauso sein. Also sie hat ja auch schon ein bisschen mit ihren Spielsachen da rumgespielt. Und ich glaube, sie mochte sogar den Hundepool lieber als das Kinderplanschbecken. Aber vielleicht ändert sich das noch. Ja, schreibt mir übrigens jetzt gerne in die Kommentare, mag euer Haustier gerne Wasser oder so gar nicht? Also es gibt ja voll die Wasserratten und es gibt welche, die sind voll Anti-Wasser. Also Fluffy ist total das Gegenteil zu unserem alten Hund damals. Unser großer Hund mochte tatsächlich kein Wasser. Er mochte es nicht, ins Wasser zu gehen, er mochte es nicht zu baden, nichts davon. Er war wie so eine Katze. Aber ja, Fluffy ist dagegen das Gegenteil. Also sie ist überhaupt nicht abgeneigt oder so, aber
Sie ist ein bisschen vorsichtig. Sehr, sehr lustig, wie unterschiedlich Tiere sein können. Also lasst es mich gerne wissen, wie euer Haustier so ist. Egal ob Hamster, Maus oder Katze oder Hund. Lasst es mich wissen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bye! Bist du nicht mehr am Rumkauen? Hm? Du Nasse, wie siehst du denn aus, ey?